Liebe Baldur's Gate-ianischen Freunde, hier sind wir wieder bei Baldur's Gate. So, wenn es doch mal geladen hat und mit Maggie Tinschlag, wir sind hier. Chill runs up your spine. You feel like you're being watched. Das werden wir nicht schaffen, das schaffen wir nie. So, wir sind jetzt hier in diesem ein kritischer Fehlschlag, Alter. Ja, gut. Wir sind hier in diesen wunderbaren, sonnenbeschienenen Sümpfen, mit denen irgendwas nicht stimmt. Also alles hier seltsam, muss man sagen. Vor allem haben wir ja auch schon festgestellt, dass hier irgendwie alles voller Fallen ist und was weiß ich alles. Also. Still alive. So that's progress. Karlach hat eigentlich eine ganz gute Wahrnehmung. Wenn diese komischen Schafe. Schwieriges Gelände, tiefes Wasser, nass. Wo ist das Schaf nass? Naja. Ein Weidenkorb mit Äpfeln. Und da drauf eine Nachricht. Wie können hier mal liebevolle Nachricht. Jetzt ist direkt eingesackt. Was ist jetzt? Keiner schafft dir den Wahrnehmungswurf. Also, ja. Aber schöne Blumen. Auch wenn die, so wie es aussieht, nur. Das sind nur 2D-Texturen, ne? Ja, also der ganze Sumpf sieht hübsch aus. Auch eine tolle Geräuschkulisse, wenn man sich das mal so. Wenn man das über Kopfhörer spielt. Verschiedenste Tiere aus verschiedensten Ecken, links und rechts kommen Töne. Gezwitscher, Gezirpe. Auch diese ganze Stimmung, obwohl die auch ein bisschen bedrückt wird. Wirklich bedrückend. Ja, Fingerhut hier. Das ist kein richtiges 3D, aber okay, ist wurscht. Ist auch nicht so wichtig. So, ich wollte eigentlich ins Lager und uns jemand anders noch dazu holen, der vielleicht eine bessere Wahrnehmung hat. vielleicht brauchen wir auch nicht 3 Kämpfer, sondern lassen die Selma zu Hause. Another dream. Noch ein Traum, noch ein Befehl von diesem zweifelhaften Besucher. Er behauptet, dass wir unsere Antwort im Lager der Absolutkultisten finden und uns ein weiteres großzügiges Geschenk angeboten. Eine überzeugende Kreatur versucht uns mit Macht, mit Bewunderung, mit Anbetung. Wende den Blick ab, wann immer sie auftaucht, und nutze diese neue Kraft nicht, egal wie verlockend sie ist. Wir wissen nicht, welchen Schaden sie uns zufügen und wie tief in den Elitidenwahn sie uns ziehen kann. Ganz dumm ist es ja nicht, was sie sagt, muss man auch mal sagen. Wir wissen nichts über diese Erscheinung oder Kraft, die allen erscheint. Ja, der hübsche Handschuhe. Ich will sie jetzt nicht gegen mich aufbringen hier. Chuck, you believe you can survive without me. Ich glaube, ohne mich überleben. Wir werden versuchen. As you say, do not keep me waiting. Ja, gut. Dann holen wir uns mal Astarion. Vielleicht kann der hier im Sumpf ein bisschen mehr wahrnehmen. Nun hallo, was könnte ich für euch tun? Hübsche Uniform. Nein, jetzt wird nicht mehr gesaugt. So. Darling, I thought you'd never ask. Lead on. So, dann müssen wir uns den nochmal angucken. Hey, good looking. Was hat der hier? Dunkelsicht. Ein bisschen Gift dabei. Fallenentschärfungswerkzeug. Gegengift. Könnte auch nochmal nützlich werden. Das können wir nochmal kaufen. Dann hat er noch diese Knollen. Diesen bescheuerten Helm. Aber wir haben ja noch was für ihn, oder? Dann holen wir das Ding. Pfeil der Dunkelheit.
someone there. Er hat diesen Nebelschritt. Okay. There's no time to waste. Ah, da ist die. Die würde bei ihr nichts bringen, aber vielleicht bei ihm. Gibt ihm eine Rüstungsklasse mehr, ist eine leichte Rüstung, wiegt ein bisschen mehr, okay. Und er bekommt plus 1 auf Heimlichkeitswürfe, außerdem hat er einen Vorteil bei Rettungswürfen auf Konstitution. Also für einen Schleicher wie ihn eigentlich nicht schlecht. Natürlich sieht er so wieder ein bisschen anders aus. Wir blenden mal diesen dämlichen Helm aus. Sieht er ein bisschen kriegerischer aus, ne? Ist auch eine Drohrüstung. Ganz anderer Look jetzt. Okay. Jo. Gut, der hat jetzt auch gute Fernkampffähigkeiten. Die können wir vielleicht auch gebrauchen. Er hat einen Heiltrank und eine Sache zum Werfen. Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht so viel. An Nahkampf hat er seine Rapier, wenn ich mich richtig erinnere. Das kann er nicht tragen. Wir haben auch nicht viel Heiltränke, muss man sagen. Hm. Das ist der Ball für Kratzer. Ist das der richtige Ball für Kratzer? Wo ist er denn hier? Er hat uns wiedergebracht. Sehr schön. Ich finde das süß. Okay. Haben wir denn noch irgendwas, was wir ihm noch an Ausrüstung geben können? Pfeil des Blitzes, Feuer. Gut, da er unser bester Bogenschütze ist. Theoretisch jedenfalls. Können wir ihm noch so einen Feuerpfeil hier geben? Die sogar hier im Stepp tanzen. Okay, interessant. Wie viel haben wir denn eigentlich? Okay. Das ist ein Schattenherz. Das ist ja näher dran am nächsten Aufstieg. Aha. Spiegelbilder. Strahle Übelkeit. Können wir vielleicht hingeben. Ah ja, diesen bescheuerten Hut. Ja. Gut, den tun wir wieder ans Lager. Ja. Dann haben wir noch 1000 Bücher, die wir hier mit rumschleppen. Die müssen wir natürlich auch irgendwann mal wegtun oder verkaufen. Falls wir jemals wieder an den Händler kommen. So, ein Rest, das ist hier Wasser. Er hat auch 2 Wasser. Das kann man ja auch gut benutzen, um Brände zu löschen oder jemanden nass zu machen und dann mit Elektrizität zu beschießen. Man kann ja hier wirklich alles nutzen für alles Mögliche. Das ist echt interessant hier im Spiel. Das ist eine gute Vodo, da will uns dann wahrscheinlich wieder ein Auge ausstechen. Deshalb machen wir jetzt mal weiter. Transforming into a mind flayer might have its perks. At least then I could float over this muck. Kann man auch so sehen. Es könnte Vorteile haben, sich in einen Gedankenschinder zu verwandeln. Man könnte euch über diesen Schlamm einfach hinwegschweben. Ihr mögt es nicht unbequem, was? Nur Schweine und Kinder kriechen gerne im Dreck herum, meine Liebe. Schweine, Kinder und Leute mit etwas Schneid. Das ist eine gute Antwort. Er ist glücklich, ja, weil er rumgenuckelt hat. Mal sehen, ob er hier irgendwas checkt.
Also die Fallen hier müssen einen extrem hohen Schwierigkeitsgrad haben. Aber ich glaube, wenn wir hier rüberlaufen, wenn wir klappen wir in eine Falle. Das sieht alles nur so harmlos aus, ist es aber überhaupt nicht. Seerosen allem. Over here. Das hört sich auch nicht gut an. Hier gibt es dornigen Rohrkolben. So, ich denke mal, hier war auch wieder alles voll Fallen, ne? Kommt ihr hier an diese Insel? Wahrnehmung fehlgeschlagen, okay. Be careful. There are traps about. Ein 10, okay. Ein 5? Ja, aber ohne die Boni wäre das in die Hose gegangen. Hallo. Gibt ihr da wenigstens Punkte für Entschärfen? Nee, anscheinend nicht. Wahrnehmung hat 15. What's next, I wonder? So, vielleicht hat er damit noch ein bisschen mehr Glück. Und Abtur. Step quick. Hier war keine Falle, okay. Oh, hier ist auch nochmal Rohrkolben. That stupid bush. Ja, die haben scharfkantige Blätter. Jetzt hat er es mal geschafft, danke. So. This camp was ambushed. Das Lager ist überfallen worden. Red caps, no doubt. Wasteful creatures. Was? Was hat er gesagt? Du hast auch einen erfolgreichen Wurf auf eine Tour geschafft. Rotkappen, kein Zweifel. Verschwenderische Kreaturen. Rotkappen. Feenwesen. Okay. Danke. Ist noch ein Rucksack. Laute. Ja, mit dem kann er eh nichts anfangen, aber wir nehmen sie mal mit. Aber alles für dicke, ne? Die noch voll? Ja, nehmen wir die mal mit. Kann man immer noch gebrauchen. Oh. No use digging with my bare hands. I don't fancy getting my hands dirty. Wer hat denn die verdammte Schaufel? Säurefall, Dunkelsicht und Blutstein. Auch nicht schlecht. Kann das sein, dass das Gale hat noch unsere Schaufel? Ist das möglich? Na. Wer hat denn diese verdammte Schaufel? Ich glaube, ich spinne. Wir sind hier die Schatzjäger und haben keine blöde Schaufel. Das gibt's doch echt nicht. Ich habe die sogar mal weggetan, weil ich dachte, wir hätten zu viel davon. Don't be shy.
Ich will doch mit dir reden. Hallo? Oh. Wieder alles durcheinander. I've got a long road ahead. Another visit from the Golden Paladin. Noch ein Besuch des Goldenen Paladins. Er sagte, dass wir unsere Antworten zur Lava kriegen, wenn wir den Kult infiltrieren. Wir werden diskret vorgehen müssen, um bis ins Herz des Kultes zu schaffen. Diese Kräfte könnten helfen. Da ist was dran. Ich will nur keine kurzfristigen Vorteile, sondern die ganze Sache gewinnen. Den Kult erledigen, diese Lava loswerden und das alles bei klarem Verstand. Ja, klarer Verstand ist so eine Sache hier in der Gruppe. Klingt, als bräuchte ich nur etwas infernalisches Eisen, um eure Maschine zu reparieren. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. Oh, come on. You don't mean that. Oh, fuck. Okay. These boots have seen everything. Already feeling better. I've been dreaming of our enigmatic visit. Ich habe wieder von meinem rätselhaften Besucher geträumt. Sie hat mir gesagt, dass wir unsere Aufgabe, diesen Kult der Absoluten zu infiltrieren und von innen heraus zu stürzen. Sie hat mir noch größere Kräfte in Aussicht gestellt. Ergebnis einer Manipulation der psionischen Kräfte der Larve. Angesichts der gewaltigen Aufgabe, vor der wir stehen, kann es wohl nicht schaden, die Vorteile dieser Angebote in Erwägung zu ziehen. Es könnte die einzige Möglichkeit sein, diese Quelle gesund und munter zu erreichen. Ah, oh, der ist nicht so abgeneigt, aber der ist auch neugierig, ne? Das werden wir sehen. Ich traue den Absichten des Traumbesuchers noch immer nicht. Da habt ihr wohl recht. Wir sehen immer nur einen Teil des Bildes, auch wenn unser Besucher beteuert, uns den kompletten Überblick über unsere Möglichkeiten zu geben. Ich kann meine Neugier nicht leugnen, aber wie ihr schon sagt, es kann nicht schaden, die Sache ein wenig hinauszuzögern, jedenfalls vorerst. With pleasure. Lead on. So. Der jetzt die Schaufel hat, flippy aus, ne? Verdammt, wo ist denn die geblieben? Will hatte ich noch nie mitgenommen. Hab irgendwie unsere Schaufel verlegt. Gut, wir sind ein paar Abenteurer, ey. Vielleicht habe ich es auch in die Truhen gelegt, aus Versehen. Hat ihr noch was Nützliches dabei eigentlich? Tote beleben. Totstellen. Ja, dann stelle ich mal weiter tot hier. Ich glaube, eine Kämpferin können wir hier schon gebrauchen. What's on your mind? I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here. Dann können wir eigentlich da durchgucken. I spy with my ich sehe was, was du nicht siehst. Naja, interessant ist es nicht. Nothing of note, really. Der kann es nicht, ja. Kann es nicht haben. Also. Was ist mit Astarion denn jetzt gerade los? Anything of use? Nee, der war hier auch nicht drin. Papagenkleidung aus. Die alte Unterhosen drin. But I can crack that open. Und die haben wir auch noch. Oh. Kritischer Erfolg. Okay. Hey, renn doch nicht weg. Was ist da jetzt drin? Gold. Ach, okay. Da ist gar nichts drin.
Ja, warte mal. Jetzt können wir alles. Das Verkaufswaren nehmen. Das Ding auch. Naja, das lassen wir mal aus Erinnerungsgründen. Komisch. Anscheinend ist es irgendwie echt. Oder die Schaufel nutzt sich ab. Das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Kann natürlich auch sein. Komisch. Na gut. Dann müssen wir uns irgendwo noch mal eine Schaufel besorgen. Denn hier liegt noch irgendwo eine rum. Was man da liegt ein Gerippe. Also sowas Blödes. Aber okay, ja. Gut, dann nehmen wir. Ja, komm, nimm den Kranach mit. Warum vielleicht jemand hier zuhauen kann. Hey Soldier. Trotzdem hat sie als Barbar eine gute Wahrnehmung. Let's go, go, go. So, Astorin hat jetzt diese blöde Fleischfäule. Wo ist denn diese schwache Genesung? So, Rettungsruf gelungen. Was ist mit Karnach jetzt? So, hey, also, hey, wir haben doch diese Seelenmünze, oder? Tja, die kann ich brauchen, also. Meine Maschine. My engine can, anyway. Okay. Daryl hat mich immer mal wieder aufgefüllt, wenn sie wollte, dass ich ein besonders böses Ziel vernichte. Hä? Aufgetankt oder was? Habt ihr einen Münzschlitz im Herz oder wie? Ja, so in etwa. Wenn wir das nächste Mal gegen etwas kämpfen, was wir vernichten wollen, werf eine Münze hinein und seh zu, was passiert. Mein Interesse ist geweckt. Im nächsten Kampf bekommt ihr einen. Fuck yeah. Scheiße, ja. Jetzt brauche ich nur noch was zum Beißen. Oh, okay. Und wie man wieder sieht, unsere Sachen, die wir einsammeln, halten nicht lange, weil immer irgendeiner die will. Komm mal, Astarion, geh mal vor. Aber auch kein Gras oder sowas, das wir als Rohstoff mitnehmen können. Ja, die Dinge haben wir. Ein Sumpfgras und sowas. Das brauchen wir eigentlich für Alchemie, aber wenn wir am Sumpf sind, gibt es keins. Oh. Hier ist irgendwie so ein alter Tempel. Looking ahead. Bin ich so ein Brief von Kaga gehabt? Das Teufelsherz ist jetzt neu. Treffen im Sumpf. Ah. Vielleicht ist das hier. I wonder if the gods are watching me. Ist das hier ein Holzkoffer? What's hiding here? Oh, ein Hammer. 4 Kilo, ne, danke. Oder Pfund. Ja, wäre da jetzt eine Schaufel drin, die man ja manchmal gebrauchen kann als Abenteurer. So, nur mal nebenbei bemerkt. Freunde. Echt lustig. Okay. Was ist das hier? Schlamm. Okay, Schlamm.
Auch gut. Watch your back. So, können wir hier irgendwas erkennen? Der Schlauberger. Also friedlich aus. Blubbert vor sich hin. Irgendwas muss hier sein. Very, very quiet. Die Spurten. Ich denke mal, der kommt hier sonst nicht hin, oder? Oh! What the fuck? Was ist das? Uralter Schlamm-Mephit. Der hat uns noch nicht gesehen. Hä? Dann haben wir hier, was ist das? Wird nicht angezeigt. Irgendeine Baumnymphe vielleicht oder sowas. Sieht ein bisschen gruselig aus. Okay, der ist nicht. Wir können ihn nicht richtig erkennen, darum wissen wir auch nicht, was es ist. Wir wissen nur, dass da jemand ist. Und Schlammnephriten. Die haben nicht viel Leben, aber die können lästig werden. Okay, dann wissen wir jetzt, dass hier was ist. Hm? Da ist noch einer. Ein Holzweid. Stufe 4, 42, regeneriert. Okay, da wäre Säure ganz gut, glaube ich. Mist, er hat uns gesehen. Wir sind nicht im Vorteil, oder? Nee. Was können die? Uralter Schlammnephrit. Der ist giftresistent. Todesexplosionsenergie. Wenn der Mephit stirbt, explodiert er zu Energie und fügt allen Kreaturen Abstand von 2 bis 12. Von 2 Metern 2 bis 12 Energieschaden zu. Das heißt, wir sollten nicht in seiner Nähe sein, wenn er explodiert. Uff. Das ist Klasse 11. Also, das dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Und der hier. Stufe 4 Pflanze. Aha. Er hat aber eine Art Schild und eine Schlagwaffe. Stichresistenz, Wuchtresistenz, Feuerresistent. Mist. Die kannst du nicht abfackeln. Okay, aber du kannst mit Kälte und Blitz was machen. Aber nicht mit Feuer. Der regeneriert. Ah, wenn sie auf verdrehten Ranken steht. Sofern sie nicht Feuerschaden erlitten hat, wobei es allerdings eigentlich resistent ist. Nee, Moment. Doch. Nee, das ist negativ. Das habe ich vielleicht gelesen. Pfeil nach oben. Die ist empfindlich für Feuer. Und zwar doppelt. So rum. Okay. Habe ich vielleicht geguckt. Das heißt, mit Feuer können wir denen beikommen. Magischer Knüppel. Wuchtschaden. Also Regeneration ist ein Problem. Aber die sind, glaube ich, ziemlich langsam, ist das hier. Bei uns ist Rüstungsklasse 18. Bewegungsrate 0. Okay. Das heißt, wir können eben mit Feuer aus Nahkampf, Fernkampf bekämpfen und dann müssen wir sehen, dass wir den so lange wie möglich aufhalten und die so schnell wie möglich im Fernkampf killen, bevor die an uns ran sind und explodieren. Ah, da ist auch einer. Okay. Schön. Ah, das macht auch Spaß. Gucken, wie viel hat denn der? 14. Den können wir nicht komplett ausschalten. Ist auch der Einzige, der jetzt gerade in Reichweite ist. Moin. Bist du irgendwo hin? Auf eine höhere Position. Dahin, aber da wäre er direkt vorne. Das wäre vielleicht nicht so gut.
Gehen wir einfach nochmal eins weiter. Die könnten mir einen Nebelschritt hier noch woanders hinbringen, ne? Aber das würde ich mir lieber noch aufbewahren, falls wir dann mal sehr heikle Situation kriegen. Die können fliegen, das heißt, wenn ich die oben irgendwo hinstelle, kommen die da dran. Das ist dann auch wieder ein Nachteil. Ja, spielen kann er nicht, das bringt nichts. Er kann ja auch Gegner beißen, aber dann explodieren die. Bringt also gar nichts für uns. Let's go. Wir haben aber zumindest schon mal den ersten Schuss gesetzt. Frage ist, wie weit fliegt der, ne? Komm nicht ran. Okay. Jetzt müsst ihr mir mal den Rest geben. Noch nicht, ne? Okay, wie man gesehen hat, explodiert eine Schlammpfütze. Okay. Frage, ob wir ein bisschen vorrücken können, aber wir bleiben erstmal hinter dem Felsen. Another step forward. Mal ein bisschen Verteidigung. So, jetzt kommen die. Okay. Oh, der kann spucken. Okay. Was passiert jetzt? Die spurten auch. Oh, die kommen schneller ran, als ich gedacht habe. Was? Die beschweren neue Scheiße. Ein junger Schlamm-Nephit. Scheiße, die machen aus dem Schlamm neue. Wir müssen also diese Uralten so schnell wie möglich killen, damit die nicht dann ständig neue hinterherziehen. Oh, fuck. Let's march. Sehen, ob wir dann mit dem Feuerfall schon drankommen. Nee. Der hat eine hohe Verteidigung. Vielleicht heben wir uns den noch auf. Hinterhältig dürfte nicht gehen. Ne? Mal gucken, ob das geht. Können wir mal den hier schon mal. Nicht nur den Jungen. Den Alten. Der Weg ist unterbrochen. Der Junge im Weg ist, ne? Na gut, dann den. Fehlschlag! Unsartig. Nothing important is ever easy. Kritischer Treffer, sehr schön. Den haben wir aber schon gut runter. Sehr gut, das hat doch was gebracht. Das hat doch was gebracht. Wir bleiben erstmal da. Mist. Wir kriegen also mit der Zeit. Wir müssen also eigentlich schnell sein, weil wir kriegen dann immer mehr Gegner. Ups. Stricken, okay. Habe ich vorgekotzt. Nicht der auch noch. Was ist das? Oh, nicht noch einer. Oh nein. Oh.
Die sind zwar nicht viel wert, aber wenn die explodieren, gibt es eine Riesensauerei, ist das Problem. Let's end this. So, wir haben noch eine magische Waffe. Was sind die? Stich und Wucht. Das dürfte Wuchtschaden sein. Ein helle Bade. Fehlschlag! Das ist jetzt doof hier, ey. Muss noch ein bisschen... ein bisschen aus dem Weg gehen, ist das Problem. Jetzt fesseln die uns alle gleichzeitig. Alright, Karlak. It's go time. Die ist eigentlich aktiv. Okay. Ja, die haben wir schon mal zurückgestoßen. Der ist direkt so explodiert. Interessant. Shit. Oh, Rettungswurf ist aber gelungen. Weil wenn wir mit Schlamm bespritzt sind, haben wir ein Problem. Matschig. Die Bewegungsrate ist halbiert und die Angriffswürfe der Gegner gegen uns sind im Vorteil. Okay, das hat gewirkt. Kann sie vor. Oh, oh, oh. Fehlschlag. Fehlschlag. Nicht schon wieder mit Schlamm. Dieser eine genau zwischen uns. Okay. Catch my breath.
Einer weniger. Zwei erledigt. Sehr schön. Bleib mal da. So, jetzt kommt der auch noch dran. So, was kann das Ding jetzt hier? Zerfleischen mit Wucht. Okay, dann da. Der ist hin. Wie weit kann das fliegen? Ist da. Aha, sehr schön. Ja, Hauptsache, der greift mich an und nicht, also nicht mich, sondern dieses Ding. Ist mir persönlich wurscht. Wieso hat sie keine Hauptwaffe in der Hand? Sie wird narrisch. Ins Wasser geschubst. Okay. Fehlschlag. Den geht das nicht, ne? Hat er jetzt noch? Wow, so much for peace. Der hat nur 4 Lebenspunkte. Warum hatten die denn alle wieder keine Waffen in der Hand? Ach, da reichen die Punkte wieder nicht für raus. Das verstehe ich nicht. Das ist diese scheiß Fackel jedes Mal. Jetzt sollte die Funktion alle getrennt voneinander sein, aber er macht es nie. Ja. Na, ist auch egal. So. Mal den dran. Fehlschlag! Hey, okay. Keine Ressourcen, okay? God, it's hot in here.
Igitt. Mistvieh. Jetzt gibt's da echt nicht, ey. Komm dich dran. Der ist erledigt. Sehr gut. Komm nicht dran. So. Sind hier noch irgendwo Gegner? Nee, ne? Das Ding. Aber dann fliegt mal ran. Let's go. So, und jetzt sind wir an diesem Ding mal dran. Ey, mein Gott, kommt. Regeneration verloren. Konzentration verloren. Sehr schön, den kriegen wir auch. Den kriegen wir auch. Sehr schön. Kritischer Fehlschlag. Also schlechter kann man es eigentlich nicht machen. Auch nicht getroffen. Sehr schön. Baum gefällt. Okay. Another step forward. Okay, das war jetzt interessant. Aber jo, letztendlich so viel Schaden haben wir jetzt gar nicht mal abgekriegt. Wieder keine Heilungskräfte, super. Alter Falter. So, das Ding ist weg. Keep a blade close. Und hier liegt nur Schlamm rum. Gucken, was wir hier noch finden. Over there. Ja, das ist ja meistens irgendwie was drin. So, hier haben wir nochmal was. Heiltrank kann man gut gebrauchen. Geld auch. Und Funkelhände. Die haben wir eigentlich schon mal, ne? Oder? Kriegt ihr zwei Blitzladungen, wenn man einen waffenlosen Angriff macht. Das wäre was für Gale. Beziehungsweise theoretisch auch für Maggie. Aber die braucht die Dinger, damit sie eine höhere Rüstungsklasse hat. Das sind alles verdrehte Ranken, ne? Die können wir auch abfackeln. Don't burn yourself. What a day. Go. Nicht durchs Feuer laufen, ihr Trottel.
Hier ist irgendwie nichts anscheinend. Can't afford to stay idle. I must keep going. Ja, nur viele kannst du jetzt. Was ist da kaputt gegangen? Die Vase ist hinüber. Long way to go still. Step lightly. That seems to be Kugel's tree. Das scheint Kagas Baum zu sein, das Zeichen der Schattendruiden. Was? Wie hat er das denn erkannt? Okay. Brief an Kaga. Lesen. Azarion. Kaga. Olodan hat von eurem Fortschritt berichtet. Ich bin froh, dass der Ritus der Dornen begonnen hat. Ich werde bald von Mantelwald nach Baldur's Tor aufbrechen. Solltet ihr weitere Hilfe von meinem Zirkel benötigen, solltet ihr jetzt fragen. Sobald das Markthal abgeschieden ist, wird er zum Reich der Schattendruiden und ihr zu seiner ersten Druidin. Erzdruidin Elis. Also Kaga ist eine Verräterin, die das ganze Ritual dann nun durchführt am Markt rein, um das Ganze den Schattendruiden zu übergeben. Dann sind die Tieflinge und die Druiden eigentlich scheißegal. Okay, das haben wir jetzt also rausgefunden. Zum Preis hier alles dafür kam, killen müssen. Okay. Die haben sich aber auch einen abgeschiedenen Fleck für den Briefkasten ausgesucht. Holzrinde. Ja. Rindenhaut kann man damit machen. Was ist das? Verdrehter Ast. Ja. Ein Waldweitschild. Fesselnder Schlag der Waldweit. Okay, das ist was für sie. Denke ich mal. Hat der irgendwas noch dabei? Nee. Das hier. Mephitenflügel. Daraus kann man Elixier der Giftresistenz brauen. Let's hope for gold. Jetzt haben wir nur zwei von den Dingern. Brauchen wir mindestens drei. Ja, toll. Können wir auch noch hoch? Ist hier noch irgendwas Nützliches? Jetzt schneide ich nicht wieder an den Büschen hier. Na gut, jetzt hat es geklappt. Was ist hier alles? Hier ist eine Truhe, okay. Alles verdächtig friedlich aus. Gefällt mir irgendwie nicht. Ist nix. Hä? Muss ein Grafikfehler sein hier. Ja. Guck mal, ob du hier was findest. Da liegt eine Vase, aber das ist nur Schrott, denke ich mal. Kann man gefahrlos hier an diese Truhe und gibt es dann wieder eine Falle. Was? Was nützt mir das denn? Okay. Piep, piep. Jetzt keine Menschenseele irgendwie. Die sind jetzt alle nass. Ist ja gut, dann haben wir uns den Schlamm mal abgewaschen. Und hier kommen wir wahrscheinlich nirgendwo hin.
Alles zu weit weg. Obwohl, er könnte mit Nebelschritt hier... hier hin, oder? Hm. Zu weit entfernt. Hier hinging es. Ja? Nee, auch nicht. Okay, dann nicht. Gut, dann gibt es hier wohl nichts mehr. Dann müssen wir wieder zurückhüpfen hier. Dafür das ganze Gemetzel jetzt hier. Aber wir wissen jetzt, dass Kranga auf jeden Fall eine Verräterin ist. Okay. Davon geht's darüber. Let's go. So, er kann's, Edge. So. Können wir ihn ja schon mal hier ein bisschen rumlaufen lassen und gucken, was wir hier noch finden. Das ist mir alles zu idyllisch hier. Und Schafe. Sie hat das Schaf eine Stärke von 18, eine Rüstungsklasse von 14. Was? Blutdürstige Schafe? Was gibt's denn hier ab? To live in more interesting times. Ja, wir müssen jetzt hier diesen komplizierten Weg hier gehen. Never wanted the easy path. Zwölf. Ja, gar nicht mal so wenig. Schaufel. Wir brauchen irgendwann mal wieder eine Schaufel. Verdammter Mist. So. Dann robben wir uns mal so langsam hier vor. Und da bin ich mal gespannt, welches Geheimnis uns hier jetzt erwartet. Also irgendwas stimmt hier wieder nicht, wenn ich mal sagen. Aua! Ah, my finger. Jetzt hat sie sich in den Finger geschnitten. Ach nee, Maggie, wie soll das hier bloß weitergehen? Das werden wir in der nächsten Folge sehen hier bei Baldur's Gate in der freien Natur mit blutrünstigen Schafen und was weiß ich noch für Monstern. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Also, das ist da alles sehr merkwürdig hier. Ja, also, gucken wir mal beim nächsten Mal, wie es hier weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Und nehmt euch verschlafene Nacht. Oh ja.